Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Minecraft Skywars. Und ja, ich denke, der Großteil sollte diesen Spielmodus kennen. Und ich spiele hier gerade auf mc.hypixel.net. Sollte in der Beschreibung stehen auch nochmal die IP und so, Schärfe 3, Schutz 1. Das ist doch ein perfektes Buch. Aber dafür bräuchte ich ein Eisenschwert. Und das, wenn jetzt so, also der Sinn von Skywars, für die Leute, die es nicht kennen, ist einfach zu gewinnen. Hier dieses Spiel und die anderen Gegner runterzuhauen, beziehungsweise zu töten. Und damit halt zu gewinnen. So, da habe ich den sauber. GG, aber jetzt ist er runtergefallen. Das ist nicht gut, sonst könnte ich das nämlich jetzt verzaubern. Ich weiß gar nicht, ob man Hunger verliert. Also man muss sich einfach rüberbauen und die anderen Gegner ausschalten. Gucken, ob ich unten war. Ja, da gehen aber alle hin. Man braucht euch im Normalfall keine Hoffnung zu machen. Ich hoffe halt einfach mal, dass ich irgendwie jetzt ein Eisenschwert bekomme. Weil das wäre relativ nützlich. Den könnte ich mir nämlich. Das war knapp. Den könnte ich mir nämlich ein Schärfe 3 Schwert machen. Bam. Das wäre auch relativ knapp. Oh, man verliert Hunger. Gut zu wissen. Bam, da habe ich ein Schwert und wird von hinten. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde. So, Leute, hier bin ich wieder in der nächsten Runde. Ich denke, ich werde jetzt auch ein paar Cuts ransetzen hier. Dann kommen ein paar mehr Runden. Und ich erkläre noch mal ein bisschen was kurz, ganz schnell. In der Lobby gibt es auch noch so verschiedene Kits. Also es gibt hier verschiedene Spielmodi, sag ich mal. Es gibt Team, Solo und dann immer noch in beiden Insane und in Normal Mode. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was der Insane Mode ist. Ich spiele mal Normal. Und da kann man sich für jeden einzelnen Modus, also man muss sich wirklich für jeden einzelnen Modus die Dinger holen, die verschiedenen Kits holen. Und jetzt müssen wir mal versuchen, den hier zu holen, aber der wird uns, denke ich, kriegen. Hab ihn. GG. Ich höre doch, dass da einer kommt. So, damit ist der auch kaputt. Aber schon wieder der nächste. Das ist hier eine Dauerbelastung, aber diesmal bin ich tot. So, ich erkläre es dir nochmal ganz kurz. Also man hat hier im Rand Souls und ich habe jetzt zwei von zehn. Die kriegt man durch Kills oder durch Siege. Und danach kann man sich hier und für 10 Souls ein Kit oder eventuell ein Cage holen. Das ist zufällig. Das gibt es auch verschiedene Seltenheitsstufen. Ich habe jetzt ein Solo-Kit und im Team. Normal Mode habe ich einen Instant Brat-Modus, sag ich mal. Also Instant Smelting heißt das. Und man kann sich auch für Coins Souls holen. Und da habe ich mir auch schon, ich glaube, für 800 oder so kann man sich 10 holen. Soul Harvester hier. Na, für 900 sogar 10. Ich könnte mir ja, noch nicht mal 2 holen für 42. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Ich habe euch das jetzt zum großen Teil so ein bisschen erklärt. Okay, dann gibt es hier noch Quests und wir sehen uns in der nächsten Runde. So, ich habe mal wieder mein einziges Kit ausgewählt, wo Erfahrungsfläschchen ganz gut wären. Dann wäre das echt OP, das Kit. Ah, man hat sogar einen Dia-Helm. Oh ne, der ist schon weg. Und zwar bei der nächsten Base. Ich bin der größte Lappen der Welt. Hab ihn. So, auf jeden Fall. Passt doch. Das war komisch. Das gleich. So, hier bin ich wieder. Und ich spiele hier auch gerade übrigens für die Leute, die es interessiert, mit einem eigenen Mix. So, wir sind aus Dr. Banks, Swatech und so anderem Schissel. Schissel. Jetzt war gerade kein Plan, wo die dritte Truhe ist. Ah, hier.
Hab ich. Okay, und der ist die Insel nicht. Oder wird da nichts gespawnt? Das wäre ein gutes System. Es ist dann einfach nichts auf der Insel. Aber ich bezweifle, dass sie es das so gut schon programmiert haben, weil das Spiel gibt es auch noch nicht so lange. Und damit bin ich wieder tot. Mann! Ey, das ist so nervig hier. Also wir sehen uns mal wieder in der nächsten Runde. So, hier bin ich wieder und das meinte ich hier mit Cages. Wir werden jetzt hier noch kurz ein bisschen warten. Ich habe jetzt Sky Cages. Hier könnte auch Orange Cages auswählen. Aber wir werden jetzt noch ganz kurz ein bisschen warten, bis die Runde losgeht. So, Wartezeit kurz übersprungen und ja. Dann geht's directly in the next round. Hoffentlich habe ich noch ein Schwert. Ja, geht doch. Zu wissen. Den habe ich. Darum sollte man seine Sachen immer direkt anziehen. Killen wir den kurz. Und dann geht's an den. Hab ihn. Den Goldbrustpanzer, den hätte ich gerne. Nein! Habe ich den jetzt noch gekillt? Lol, wieso? Ja, ich habe ihn noch gekillt. Durch die Verbrennung habe ich ihn noch gekillt. Okay, wir sind zu der nächsten Runde. So, hier bin ich wieder. Und ja. Mal gucken, ob die Runde endlich mal was wird. Ich habe jetzt noch keine Runde in der Aufnahme gewonnen. Das ist halt wieder die Taktik, in die Mitte zu kommen am besten. So, den haben wir. So, den müssen wir irgendwie kriegen. Auch wenn er laggt. So, den haben wir auch. Schnell in die Mitte, bevor es jemand anders tut. Nein! Es war so close und mich abwirft. Ich habe ihn gesehen, aber dann habe ich nicht gedacht. Nächste Runde. So Leute, wir kommen zurück in der letzten Runde. So, da gibt es zunächst etwas. Hab ihn. Und da werde ich abgestoppt. Nur Fails heute, nur Fails, nur am Rumfällen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel. Und ich gefällt das Video trotzdem. Und wir sehen uns jetzt gleich nochmal ganz kurz beim Soulstand. Bis gleich. So Leute, hier sind wir wieder am Soulstand. Und ich werde euch das ganz kurz nochmal zeigen mit den Souls. Ich habe natürlich jetzt nicht wirklich viel erreicht. So, wir werden jetzt einmal hier, so sitzt das ungefähr. Wenn man 10 Souls, dann habe ich jetzt hier noch 2. Da werden dann automatisch abgezogen. Und was kriege ich? Wahrscheinlich wieder nur ein scheiß Cage. Small Bag of Coins. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao.